Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Empyrion mit dem guten Backcry. Hallöchen, einen schönen guten Tag. Hallo, hallo. Wow. Okay. Ach, lustig, steht er eben hier. Sag mal, warum haben wir denn zwei Reparaturstationen? Ich sagte, wo ist denn die zweite? Na, da oben, die habe ich noch nie gesehen. Mal gucken, jetzt irgendein schlauer Fuchs kommt jetzt her in Folge 16. Habt ihr beschlossen? In der Tat würde ich mich über Bestätigung freuen, dass du die nicht einfach hinter meinem Rücken gebaut hast. Ich würde das jetzt nicht bestreiten, ich gehe da mal. Sag mal, hatte ich das nicht mal alles heller lackiert? War da nicht mal weiß hier in der Mitte der Schwerkraftgenerator? Ach so, nee, das ist schon heller als der normale Boden. Hier sieht man es ja. Alles in Ordnung. Warum ist hier draußen so mega viel Strahlung? Weiß nicht. So, erstmal vielen Dank für den Tipp. Wir haben jetzt endlich die Erzfrachtboxen. Die musste man wirklich hier im Technikbaum Bodenleiter erforschen. Da unten irgendwo. Da. Bodengleiter! Ja. Und, dann habe ich noch einen schönen Tipp bekommen. Heute. Ja. Gelesen. Ja, gelesen? Wenn wir im Weltraum fliegen, dann können wir unheimlich viel Sprit sparen. Wenn wir da erstmal mit W Gas geben halt, ne? Ja. Und dann I drücken. I schaltet wohl diese automatische Bremse, die das Spiel wohl hat, ab, die man im Weltall halt eben nicht braucht. Und dann gleitet man auch ohne Sprit mit der Restgeschwindigkeit so dahin, weil du hast ja keinen Luftwiderstand hier im Vakuum. Hm. Auf dem Planeten ist das nicht zu empfehlen. Also nochmal I drücken, schaltet sie wohl wieder an. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin hinten gerade am Ente. Ente? Ente. Ente, 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 Ente. Ich muss gerade was testen. Und hab's schon wieder Ich pack jetzt hier unten mal unsere Erzfrachtbox hin. Die ist aber groß. Erzig. Erzig? Erzig. Eine und immer noch eine zweite. So, Erzfrachtbox. Und jetzt probiere ich mal eben. Ach nee, da musst du mitkommen, glaube ich. Was? Wir stehen vor einem Neodym-Asteroid. Den haben wir uns nach rausgesucht. Aufnahme. Da und war wollten, ja was. Und jetzt müssen wir an die Bohrlafette. Achso, die muss ich erstmal montieren. Lafette! Wo ist denn die Lafette? Ette. Ja, aber wo habe ich die hingepackt, du? Weißt du auch nicht, wer will. Frachtbox 3 bestimmt. Da liegt ja alles drin. Du musst mich so Zeug nicht fragen. Ich bin doch völlig überfordert. Hab sie gefunden. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich die vorne montieren kann. Weil mit unserer Schrägen sieht das mal schwierig aus, die da zu montieren. Ich muss mal einen kurzen Platz finden draußen. Du hast also noch Zeit. Ach ja, ich arbeite hier so ein bisschen. Du bist schon hinterm Bauen bei dir? Ja. Ah, hier kommt man ja noch raus. Wie praktisch. Da ist der Neodym-Asteroid und das ist unserer. Wir brauchen, glaube ich, gar kein Neodym, aber... Ja, das muss man... Das weil wir es können, wollen wir es halt mal machen. So. Ne? So, der wichtigste Teil hier ist jetzt schon mal zu. Ich setze ihn unten an Schiff, glaube ich. Ran. Sag mal, strahlt irgendwie alles hier so ein bisschen? Ich weiß es gerade nicht, aber es kommt mir so vor, als würde hier irgendwie das mehr strahlen als sonst. Weißt du, was ich meine? Strahlung? Ja. Oh, mir wird kalt, stelle ich fest, weil ich den dünnen Anzug anhabe. Wird auch ein bisschen frisch, glaube ich, so im Laufe der Zeit. So. 22 Fensterblöcke, warum? Doof. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Okay, komisch. Das war irgendwie nicht zu sehen. Gib mir doch mal einen Scheinwerfer. Ein schwarzes Shift im schwarzen All ist irgendwie keine so gute Idee gewesen. Ja, das ist echt ein bisschen schwierig. Das ist ja nicht ansatzweise mittig, was ich da mache. Wo fängt die Schräge an hier? Da hört sie auf. Okay. Den bauen wir mal wieder ab. Den montieren. Okay, so. Ach so, müssen wir das machen. Was? So, Bohrlafette ist dran. Die hängt ja jetzt ein bisschen auf 7:30, aber. Ah, das macht doch nichts. Zum Testen reicht es, sag ich mal so. Ich komme mal eben rein. Ich kann das auch alleine eben versuchen. Obwohl, nee, wenn ich rumfliege, musst du dich auch setzen, ne? Genau. Ja, also allein ist eine nicht so gute Idee. Nee. Aber ich krieg immer Angst. Du kannst hier draußen schweben bleiben, wenn du Bock hast.
Ja, ich bin ja draußen. Also ich schwebe ja eigentlich, aber ich habe bloß Angst, dass mir dann irgendwann frisch und kalt wird und ich dann jämmerlich zugrunde gehe. Kommst du mit nach vorne? Dann? Oh nein, ich habe das Bein gebrochen. Wie hast du denn das geschafft im Weltall bei Schwerelosigkeit? Ehrlich, das musst du dir mal erklären jetzt. Das ist die Schwerkraft, die hat zugeschlagen, Mel. Ach, hast du den Jetpack abgestellt über den Schwerkraftgenerator? Ja. Mhm. Warst ja auch nur 20 Blocks hoch, ne? Verdammt intelligent. Intelligent. Wie geil, das muss man aber auch erstmal hinkriegen. Du kommst nirgendwo hin. Ich guck mal nach Medikits eben. Alien Plasma T6 haben wir nicht so viel. Gereinigtes Wasser. Haben wir kein gereinigtes Wasser mehr? Wir müssen. Warum ist denn so Wasser warm, Mensch? Hallo, Bell. Hast du einen Splint für mich? Nee. So, haben wir kein Wasser mehr. Kann das sein? Das kann nicht angehen. Kann schon durchaus möglich sein. Wir sind relativ. Warte mal. Wundsalbe. Ich kann kein Medipack mehr herstellen ohne Wasser. Stell ich gerade fest. Warte mal, ich hab das Allheilmittel für gebrochene Beine. Ja, war schon immer so im Übrigen. Erstmal einen Schluck Kaffee. Box Lebensmittel? Oh. Ja, die 800 gereinigtes Wasser in der Box Lebensmittel versteckt. Huch! Sowas, ja hoch. Das habe ich mir auch gefragt. So. Ich mache erstmal ein paar Medikits hier. Ich brauche nämlich auch mal eins, weil ich habe nur 188 Leben gerade. Das ist nicht so viel. Dein Bein geht wieder. Mein Bein ist wieder fit. Okay, kommst mit? Hab dann eine Bandage rumgewickelt, Bill, und dann schwuppdiwupp, ja, hat der Doktor gesagt, kein Thema mehr. Willst du fliegen oder bohren? Such's dir aus. Bohren. Der ist ja gleich neben uns. Okay, ist gut. Dann gehe ich zuerst rein. Ich sitze? Ah, okay. Das kannst du dir schon mal die Bohrdings da suchen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Wow, also wenn wir Gas geben, geht die Energie halt von 3% auf über 20, ne? So, Bohrler, fette. Ich kann aus dem Fenster gar nicht mehr richtig gucken hier. Well, wo hast du die eigentlich hin? Unter das Schiff. Ja, ach, Unterschiff. Unterschiff. Soll ich näher ran? Muss mich lotsen. Ich sehe ja noch gar nichts. Mit der Bohrlerfette müsstest du eigentlich gucken können nach vorne. Schotter! Yay! Wir kriegen Schotter! Nee, Schotter wollen wir nicht. Wir wollen Neodym haben. Soll ich mal weiter nach links? Führ mich zum Schotter, Well. Na, hier ist es dunkler. Das könnte Neodym sein. Warte mal. Ich sehe das nicht. Ich bin unter uns. Du musst also viel weiter hoch. Okay. Ich komme momentan auf gar nichts noch. Also ich kann noch nicht mal mit den Asteroiden anbuddeln. Also ich muss näher ran, ja? Tiefer. Tiefer will ich gar nicht. Ich will höher mit dem Schiff. Ich komme aber nicht höher. Warum nicht? Ah, jetzt komme ich höher. Ich glaube, ich bin angeeckt am Arsch. Jetzt müsstest du aber... Ich weiß nicht, wie nah ich dran bin. Ich kann es nicht sehen. Yeah, Neodymerz. Wir kommen rein. So ist gut. Ja, so? Oh, well. Geh mal in die Erzbox. Ja, ich guck mal eben. Wo ist die denn? Weiter unten, ne? Frachtbox Erz und Holz. Zugriff. Ne, in der ist noch nichts drin. Sekunde. Oh ja. 109, 111, 113, 15, 17, 21, 25 und 67 Schotter hast du in der kurzen Zeit aufgesammelt. Ja, naja. Das ist aber ganz bequem, halt ne, oder? Das war sehr angenehm. Also ich möchte eigentlich nie mehr anders meinen. Soll ich ein bisschen näher ran noch oder mich ein bisschen drehen nach oben oder so? Ein Schlückchen näher ran wäre gut. Aber nur ein Schlückchen, weil. Ich sehe den blauen Strahl, sehe ich da ab und zu mal durchs Fenster irgendwie so. Ich konnte ihn woanders nicht sinnvoll ranhängen irgendwie. Also unten ist schon zerstört am wenigsten das Bild, würde ich sagen. Ja, naja. Jetzt bräuchte man noch einen zweiten daneben, damit du parallel ernten kannst, weißt du? Genau, ja, das stimmt. Ja, könnte man ja machen. Schaut das ja auch ein bisschen synchroner aus und dazwischen noch eine Minigun. Komm, ich gucke mir das mal eben von draußen an. Ich kann ja aussteigen. Haha. Ganz kurz eben von draußen gucken. Obwohl, hatten wir ja schon mal, ne? Ja, ne, aber da hat es ja nicht funktioniert. Also schon jetzt Weltpremiere. Ja, aber jetzt fliegen da ja auch... Ärzte fliegen da ja gerade nicht mehr. Der Weg ist ja nur so lang nach draußen. Wir müssen vorne mal einen Ausgang bauen oder so. Ja, wir brauchen mehr Notluken und so. Schleudersitz wäre eine geile Sache. Boah, rausgeschossen aus der Brücke. Ja, weil, also jetzt haben wir, glaube ich, relativ viel Neodym schon abgeerntet. Ja, warte mal. Komm mal in die Kiste. Oh, ich versuche gerade mal ein schönes Bild. Oh, das ist ein gutes Bild.
Also ein cooles Bild. Noch ein bisschen größer. So. Ja, cool. Na, du müsstest mich sehen, ne? Oder? Ja, ich sehe dich gerade. Aber pass auf den... Lass nicht die Strahlen überkreuzen. Also ganz ehrlich, in dieser Atmosphäre hier, mit diesen geilen Wolken, ist jeder Thumbnail ist ein Gewinn hier, du. Ehrlich, ja, absolut. Jedes Thumbnail ist ein Gewinn. So, ich gehe mal wieder rein. Können wir das mal tauschen, wenn du auch noch ein Thumbnail haben willst. Ja, aber schau noch mal in die Neodym-Box rein. Ja, gleich, wenn ich wieder drin bin. Wie gesagt, eigentlich bräuchten wir gar kein Eisen, wäre viel geiler, ein Eisenasteroid. Wäre viel cooler. So, die Erzfrachtbox hat jetzt 841 Neodym. Well, ich habe den Vorschlag schlechthin. Ja? Wir fliegen mit dem Schiff einfach über irgendein Eisenvorkommen und halten mal den Bergbaulaser direkt drüber. You know what I mean? Nein, das wird nicht gehen, irgendwie. Klar, warum nicht? Wir müssten ja senkrecht dann da zustehen. Warte mal, ich bin ausgestiegen gerade. Ja. Ja, genau, wir müssten genau mit dem Schiff und dem Bergbaulaser direkt über die Erststelle und dann könnte man auch unten wegbohren. Was glaubst du, wie schnell das geht mit dem Laser? Hm. Und wenn wir zu zweit sind, können wir sogar noch mit zusammen in dieses Erzloch reinbohren. Man hat mir übrigens empfohlen heute in den Kommentaren, das war übrigens derselbe, Naminos. Ich habe immer Sprachprobleme mit dem Namen irgendwie. Er hat geschrieben, wenn wir auf Planeten landen. Mhm. Also es gibt auf genug Planeten wirklich größere, also so mittelgrößere Raumschiffe, die dann da auch umherkreisen und die finden so ein großes Schiff deutlich zuverlässiger als ein kleines Raumschiff. Mhm. Da wir keine gepanzerte Außenhaut haben, wenn wir dann durch die Gegend fliegen, kann es sein, dass die unser Schiff ein bisschen zerlegen. Von daher ist es immer ratsam, wenn wir mit dem großen Schiff im Orbit bleiben und mit den kleinen runterfliegen. Und ich habe gesagt, ha, siehst du, das war ja immer der Zweck, der runter will mit den ganzen Karren. Das muss ich ihm gleich mal erzählen. Ich will den Karren runter. Habe ich jetzt hiermit getan. Und jetzt schlägst du alle vor, dass ihr damit nach Erzen bohren. Das geht vermutlich, weiß nicht. Also falls das geht, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in den nächsten 3 Folgen ausprobieren werden irgendwie, oder? Weiß nicht. Ja, weiß ich auch noch nicht. Aber Wollen wir eben in das Nachbarsystem? Weil wir haben gesagt, wir bauten ein bisschen und ich besorge Fleisch oder sowas. Fleisch? Ja. Bist du Login? Ich bin noch nicht drin, ich kann aber. Setz dich. Okay. Du bist der Flugmaster. Gut, ich sitze. Und ich sitze auch? Ja, ich sitze auch. Ich bin, okay, bin drin. Klar. Ich muss nämlich nochmal ein Außen-Thumbnail machen. Ich finde, dass unser Schiff schaut so mega geil aus. So, dann gehen wir nochmal zurück in die Sektorenkarte. Dann müssten wir zurück nach Omikron. unsere Rampe hinten ist noch ausgefahren. Well. Ach, das macht nichts. Also entweder gehen wir zurück nach Omikron. Ja. Oder wir fliegen ins nächste System. Aber ich weiß nicht, was Oskotun ist. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht gibt es da auch noch auch Fleisch. Wir können entweder ins nächste oder in das zurückliegende. Wasser haben wir jedenfalls noch. Weil wir wollten mal nach dem Wassergenerator gucken, aber haben wir ja reichlich Wasser. Also Wasser, glaube ich, wenn wir so viel Wasser haben. Ich würde vorschlagen, was ist das nächste? Oskotun ist hier gleich nebenan. 18 astronomische Einheiten. Klingt doch wie Wasser. Oder könnte Eis. Auch der Eisplanet sein. Ich weiß es nicht, ja. Skillon ist, glaube ich, gefährlicher. Ich bin mir nicht sicher. Ziel erfassen. Ich würde vorschlagen, gib alles, Well. Ich habe das Ziel erfasst. Jetzt muss ich das Ziel nur noch finden. Sollte hier nicht ein Dreieck... Ach, da unten. Da ist doch ein Pfeil. Warte, ich schau mal mit. Ich schieb hier meine Maus, wie blöd. Ja, ich auch. Gamepad. Da ist er. Okay. Ja. Ich gebe mal Gas. Okay. Dann 3, 2, 1, Warp. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, hier sind aber viele Asteroiden. Well, das schaut hier nett aus. Auch mit dem Blau im Hintergrund für die auch schick. Links ist grün. Darf ich links auf das Grün hinweisen? Grün. Schön. Also leicht ins Gelbliche auch gehend. Oh. Kannst du mal in die Sternkarte eben gucken, während ich schon mal den Planeten ein bisschen ansteuere. Gibt es hier einen Mond oder sowas? Nee, ne? Glaube ich nicht. Oskotun. Oskotun Orbit. Mehr haben wir hier nicht. Da gibt es Erzlager. Eisenerz, Kobalterz, Kupfererz, Siliziumerz, Prometiumerz, Magnesiumerz. Was ist das für ein Planet? Steht da Wüste, Sand, Wasser oder steht da irgendwas drin? Ich gucke jetzt auch. Temperate. Well, da gibt's Tiere.
Wo steht Temporary? Wo siehst du denn das? Wenn du auf Oskotun in der Sektorenkarte draufklickst, dann siehst du rechts Typ. Ach, in der Sektorenkarte. Ah, da wäre ich schon mal nicht mehr. Und die nächste ist Aestus. Ja, Aestus ist gefährlich. Da müssen wir aufpassen quasi. Ja. Ja, aber ich würde sagen, dann lass uns den Pott landen. Karte. Nee, Mond gibt es ja auch nicht und hier gibt es auch keine Sternbasis oder sowas. Aber ja, die Handelsbasis gibt es hier wieder. Genau, ne? Aber die Asteroiden enthalten Kupfer, Kobalt, Neodym, Satium, Promethium, Eisen und Magnesium. Eisenasteroid? Steht in Oskortun Orbit, weil Oskortun selber steht beim Meteoriten. Beim Orbit, Eisenasteroid, das ist doch genau das, was wir suchen, Mensch. Eisen, gimme some more. Wir brauchen mehr Scanner. Nehmen wir mal mit dem kleinen Raumschiff durch die Gegend düsen und da mal gucken dann. Ich bleib ja mal mit dem Raumschiff, bleib ich jetzt hier oben. Du willst hier oben weiterbauen. Ja, ja, und dann fliege ich mal mit dem kleinen runter und guck mal nach Fleisch oder sowas. Ja. Okay, ich bleib dann mal. Park hier einfach mal irgendwo. Ja, genau. Stopp. So. Okay. Bist du ausgestiegen? Ja, okay. Bin ausgestiegen. Okay, ich auch. Alles dann klar. Auf dann geht's. Lass uns Dinge tun, Will. Auf geht's. Ich schnapp mir noch ein Medipack, bevor ich nach unten gehe. Genau, ich nehme mir die ganzen Stahlblöcke, auch die gehärteten nehme ich mir gleich mal mit. Und stelle hier gleich mal in weiser Voraussicht, stelle ich mir hier so ein bisschen ein Glas her. Wenn du Silizium unten findest, irgendwie, bräuchte ich auch ganz gut. Silizium? Immer mal wieder. Möchtest ja, so ein bisschen. Okay, ja, ich will klar. Alles. Ich nehme alles. Ich bin so, kennst mich doch, ich nehme alles. Pulsgewehr habe ich noch. Was? 9,3 mm Kugel ist das fürs Pulsgewehr? Ne, 5,8 mm Kugel. Wo habe ich die denn? Ich habe gar keine mehr. Warum denn nicht? Okay, ist drin. Wir haben doch aber noch Munition in der Frachtbox hier. 8,3 mm Kugel müssen wir noch haben, oder? Zugriff. Quatsch. Falsche Box. Wo muss ich denn gucken? Da, Boxwaffen. Ne? Ah, das sind Gepanzerte, die müssen wir behalten. Nee, 15 mm Kugel ist das. 8,3. Ach, da. Nee, auch nicht. Was? 5,8 mm Kugel fürs Pulsgewehr. Haben wir gar keine mehr, ne? Fürs Pulsgewehr. Fürs Pulsgewehr, da waren wir immer schon knapp. Habe ich so im Hinterkopf. Gut, dann nicht. Dann nehme ich jetzt davon was mit, davon und dann mache ich nur mit Pistole. Das muss auch gehen. So, ist in Ordnung. Ich beiß mich da schon irgendwie durch. Also ich verstehe eins nicht, weil warum zum Henker haben wir so eine radioaktive Strahlung außen? Also hier ist überall Strahlen. Ich weiß aber nicht, warum das so extrem heftig ist. Weiß nicht, vielleicht ist unser vielleicht ist irgendwas leck. Was? Also der Bobcat. Don't say something like that. Komisch, ich dachte, ich hätte noch, warum habe ich den Mambora gelassen? Ich habe nur noch das Multiwerkzeug. Ich kann den Mambora nicht weggeworfen haben. Mambora verloren. Nein! Nee, echt jetzt? Der kann doch nicht weg sein, Mambora. Ich sehe auch gerade keinen. So, ich mache jetzt erstmal hinten den Kübel zu, weil das nervt mich nämlich total, dass hinten offen ist. Nee, ich habe keinen Bohrer dabei. Da ist ein Bohrer T2. Hab einen gefunden. So, alles klar. Ja, dann bin ich jetzt vollständig. Nehme ich noch was zu essen mit? Immer. Ja, wobei, das ist ein Temperate-Planet, also da solltest du eigentlich was finden. Also. So, du machst ein kleines Campfire. Ich nehme mal zwei Alien-Honig mit und esse den eben. Oh, den guten Alien-Honig. Weißt du, stundenlang verbringe ich da unten in dem Ding und melk diese Alien-Honigbienen, ja? Ja, ich weiß. Ich weiß. So. Es schaut so unglaublich hässlich aus, wie ich den Heckbereich baue. Echt? Warum machst du das? Naja, weil es halt ein Kasten wird. Ich hasse Kastenbauen. Mach doch schräg hinten. Irgendwie. Ja, habe ich ja. Ich habe ja angeschrägt, aber dann kommen wir wieder in die Bredouille mit unseren Hangaren. Multiladung. Warum?
Warum verbindet der, warte mal, warum dupliziert denn der die Blöcke jetzt nicht? Ich dachte, ich habe auch du der kannst den Planeten nur als Passagier betreten. Ja, wieso? Ich würde doch nur in mein Raumschiff einsteigen. Oder meint er mittlerweile, unser großes Raumschiff ist ein Planet geworden irgendwo so? Was? Ja gut, wir haben halt, ja, bei so viele Blöcke haben wir ja auch nicht verwendet jetzt, ne? Ich meine, wir haben schon viele Blöcke, aber es ist jetzt auch nicht so überdimensional groß irgendwie. Nee. So, wo muss ich denn lang? Ich finde den Planeten nicht mehr wieder. Nee, ehrlich, der kann doch jetzt nicht so weit weg. Ah, da ist er. So, was? Ja, Planeten verloren. No, man. No. No. Okay. Aber, well, wie es weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Oh, ja, Moment, dann muss ich mich drehen. Bevor ich bin gerade im Orbit. Okay, alles klar. Jo, das sehen wir nächste Folge. Ja. Hast du absolut recht. Nächste Folge. Okay, tschüss. Bis dann. Tschüss.